Nehmen Sie bitte Platz, die Sitzung ist eröffnet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie alle herzlich zu unserer Plenarsitzung, bei der wir heute mit dem Tagesordnungspunkt 17 beginnen, nämlich der zweiten und dritten Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Einstufung der Demokratischen Volksrepublik Algerien, des Königreichs Marokko und der Tunesischen Republik als sichere Herkunftsstaaten. Hierzu liegt ein Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen vor. Über den Gesetzentwurf werden wir nach der Debatte namentlich abstimmen. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. Das ist offensichtlich unstreitig. Dann können wir so verfahren. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort dem Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, die Bundesregierung kennt natürlich auch die kritischen Fragen und die kritischen Themen, die mit der Menschenrechtslage in Algerien, in Marokko und Tunesien verbunden sind. In Algerien sieht das Strafgesetzbuch vor, dass Männer, die ein Mädchen unter 18 Jahren vergewaltigt haben, dann straffrei ausgehen können, wenn sie ihr Opfer heiraten. In Marokko müssen Aktivisten mit staatlichem Druck rechnen, wenn sie den Anspruch Marokkos auf die Region Westsahara kritisieren. In Tunesien können Männer wegen homosexueller Handlungen strafrechtlich belangt werden. Das wissen wir. Und deswegen wird unser Land Menschen aus diesen Herkunftsstaaten auch dann weiterhin Schutz gewähren, wenn ihnen ein individuelles Verfolgungsschicksal droht. Das ist unsere Pflicht, das ist richtig so, und dazu steht die Bundesregierung. So wichtig und berechtigt das Ansprechen der Probleme ist, und das werden wir ja sicher gleich von der Opposition hören in der Debatte, so gering allerdings sind die Erfolgsaussichten für Asylanträge aus diesen Ländern. Warum ist das so? Ein Recht auf Asyl erhält man in Deutschland nicht allein dadurch, dass es in einem Herkunftsland eine sicher kritikwürdige Rechtslage gibt. Es muss eine persönliche Verfolgung vorliegen. Die persönliche Verfolgung kann und muss der Antragsteller in seinem Asylverfahren vortragen. So sieht es das Asylrecht vor. Das Bundesverfassungsgericht stellt hohe Anforderungen an die Bestimmung eines Staates als sicherer Herkunftsstaat. Es räumt dem Gesetzgeber jedoch einen breiten Entscheidungs- und Beurteilungsspielraum für die Bestimmung eines Staates als sicherer Herkunftsstaat ein. Davon hat der Gesetzgeber auch schon bei zwei afrikanischen Staaten Gebrauch gemacht. Im Fall Ghana hat das Verfassungsgericht diese Einstufung überprüft und bestätigt. In Artikel 16 Absatz 3 Satz 2, meine Damen und Herren, lautet: Es wird vermutet, dass ein Ausländer aus einem solchen Staat nicht verfolgt wird, solange er nicht Tatsachen vorträgt, die die Annahme begründen, dass er entgegen dieser Vermutung politisch verfolgt wird. Gegenstand dieser Vermutung ist nicht, dass einem Ausländer aus einem sicheren Herkunftsstaat dort keine unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung droht. Es wird allein vermutet, dass ein Ausländer aus einem solchen Staat nicht politisch verfolgt wird. Die von der Opposition vorgetragenen und sicher gleich noch zu hörenden Argumente zur Menschenrechtslage in den Maghreb-Staaten werden und wurden berücksichtigt. Durch die abstrakte Androhung einer Todesstrafe und die abstrakte Strafbarkeit von Homosexualität allein ergibt sich jedoch kein Asylgrund und auch kein Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Das ist ein Grundprinzip unseres Asylrechts, und an diesem Prinzip werden wir auch festhalten. Zweiter Punkt, und der ist entscheidend. Antragsteller aus diesen Ländern werden in der Regel nicht politisch verfolgt. Das belegen die Entscheidungen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge im gesamten Jahr 2015, und das belegen auch die Entscheidungen in den ersten Monaten dieses Jahres. Seit Februar werden die Anträge aus diesen Staaten vorrangig bearbeitet.
Die ohnehin niedrige Gesamtschutzquote hat sich noch einmal herabgesenkt. 2015 betrug sie noch 2,1%. Im ersten Quartal ist sie auf 0,7% gefallen. Daraus kann man schließen, es werden auch solche Vermutungen widerlegt. Es gibt also auch Fälle, wo es Asyl gibt. Aber bei über 99% der Antragsteller aus diesen Staaten wurde im Jahr 2016 kein Recht auf Asyl gewährt. Mit diesem Gesetz werden wir also den Zeitaufwand straffen, der mit der Prüfung dieser Anträge verbunden ist, und an die tatsächlichen Erfolgsaussichten anpassen. Das machen wir auch, um die Anreize zu senken, hier einen erfolglosen Asylantrag zu stellen, weil man in dieser Zeit vielleicht kostenlos untergebracht wird oder weil die Leistungen besser sind als vielleicht die Lebensbedingungen im Herkunftsland. Das Bundesamt, auch die Länder, auch die Ausländerbehörden treffen immer wieder auf mangelnde Mitwirkungsbereitschaft von Staatsangehörigen aus diesen Staaten. Viele Asylsuchende aus diesen Ländern lassen sich mehrfach registrieren, stellen aber keinen Asylantrag oder erscheinen einfach nicht zu Anhörungsterminen. Die Zahl der Registrierungen in den letzten 15 Monaten hier war viermal so hoch wie die Zahl der Asylanträge. Diese Differenz im Vergleich zu anderen Herkunftsstaaten ist ganz besonders hoch. Mit den besonderen Aufnahmeeinrichtungen, die wir mit dem Asylpaket 2 geschaffen haben, der damit verbundenen Residenzpflicht und der deshalb möglichen schnelleren Rückführung, beheben wir viele Mängel des bisherigen Verfahrens. Das ist ein weiterer wichtiger Schritt, um unser Asylsystem effizienter zu machen. Deutschland wird seiner humanitären Verantwortung gerecht, auch mit diesem Gesetz. Wer die Voraussetzungen für das Recht auf Asyl erfüllt, kann bleiben. Wer die Voraussetzungen nicht erfüllt, soll unser Land wieder verlassen. So einfach ist das. Und am besten kommt er gar nicht erst, wenn von vornherein klar ist, dass er höchstwahrscheinlich wieder zurück muss. Meine Damen und Herren, zum Helfen können gehört auch Nein sagen können, nämlich dort, wo keine humanitäre Hilfe gebraucht wird. Das ist legitim, und das zu sagen, ist fair und ehrlich. Schon die Diskussion um die Einführung des Gesetzes im Januar hat im Februar zu einem spürbaren Rückgang bei den Neuzugängen von Asylanträgen und Ankommenden aus diesen Ländern geführt. Waren es im Januar noch deutlich über 3.000 Neuzugänge, so verzeichneten im Februar wir nur noch etwa 500. Daraus sollte man aber nicht den Schluss ziehen, dass dieses Gesetz jetzt nicht mehr erforderlich ist. Ganz im Gegenteil wird ein Schuh daraus. Wir haben leider und erst recht im Asylrecht unter dem Druck der Ereignisse viele Gesetze beschlossen. Mir wäre es lieber gewesen, wir würden ohne den Druck der Ereignisse vorbeugen und ohne den politischen Streit solche gesetzgeberischen Entscheidungen treffen, damit hinterher der Druck der Ereignisse gar nicht erst entsteht, meine Damen und Herren. Wir stehen in einem engen Kontakt mit den Regierungen von Tunesien, Marokko und Algerien, um unsere Zusammenarbeit auch beim Thema Rückführung weiter zu verbessern. Die Staaten wollen übrigens selbst, dass ihr Land als sicheres Herkunftsland eingestuft wird. Ja, wissen Sie, Sie müssen sich mal vorstellen in die Lage des Landes von Tunesien. Ich war dreimal in Tunesien in der letzten Zeit. Das ist eine fragile, sich entwickelnde Demokratie. Und dann hören Sie aus Deutschland und Europa, Sie seien kein sicheres Herkunftsland. Das ist für viele, die um diese Demokratie kämpfen, eine Beleidigung ihrer Anstrengungen der letzten Zeit. Das muss ich Ihnen sagen. Bei meiner Reise Ende März haben wir Vereinbarungen über Möglichkeiten der Rückführungen erzielt. Die ersten Rückführungen sind erfolgt und sie werden weitergehen. Wir setzen weiter auf die Hilfsbereitschaft gegenüber verfolgten Menschen, aber eben auch auf eine Begrenzung des Zuzugs von den Menschen, die keinen Schutz bedürfen. Nun nutzen wir jetzt, meine Damen und Herren, das ist meine abschließende Bemerkung, gemeinsam mit den Ländern, den Kommunen und der ganzen Bevölkerung die Gelegenheit, sich auf die Integration derer zu konzentrieren, die eine gute Bleibeperspektive haben, gerade auch, weil die Zahlen derer, die kommen, zurückgegangen ist.
Und wir werden diese Ziele mit dem Integrationsgesetz verfolgen. Fördern und fordern werden hier die Prinzipien sein. Die Eckpunkte sind bekannt. Sprachkurse, Orientierungskurse, Arbeitsgelegenheiten, Arbeitsangebote, Bleibeperspektive während der Ausbildung, genauso wie Wohnsitzzuweisung für anerkannte Flüchtlinge, solange sie noch keine Arbeit haben, Verpflichtung zu Integrationsleistungen, Ermöglichung der Leiharbeit für Geduldete und eine Bindung des dauerhaften Aufenthalts an die bisher erbrachten Integrationsleistungen. Fördern und fordern, beides gehört zusammen, und einen entsprechenden Gesetzentwurf werden wir im Kabinett hoffentlich, vermutlich noch im Mai beschließen und dann hier baldmöglichst beraten. Liebe Kollegen, mit dem heutigen Gesetzentwurf verfolgt die Bundesregierung einen konsequenten Kurs. Schutz für die, die Schutz brauchen, und rasche Beendigung des Aufenthalts in Deutschland für die, die keinen Schutz brauchen, und zwar insbesondere aus diejenigen aus den sicheren Herkunftsstaaten. Das sind klare Ansagen nach innen und nach außen. Dankeschön. Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat noch mal erläutert, was aus seiner Sicht es notwendig macht, Artikel 16a Absatz 3 des Grundgesetzes für die Länder Algerien, Marokko und Tunesien anzuwenden. Die Gegenrede kommt jetzt aus der Opposition von der innenpolitischen Sprecherin der Linksfraktion, von Ulla Jelpke. Herr Innenminister, Sie haben eigentlich am Anfang Ihrer Rede all die Argumente gebracht, warum Algerien, Marokko und Tunesien nicht als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden dürfen. Denn Sie haben ja im Grunde genommen bestätigt, dass es in diesen Ländern erhebliche Menschenrechtsverletzungen gibt. Und deswegen sagen wir hier auch ganz klar, das Asylrecht darf nicht eingeschränkt werden. Schutzsuchende haben das volle Recht auf Asyl und einen Anspruch. Denn was bedeutet das denn, meine Damen und Herren, wenn diese drei Staaten als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden? Das bedeutet, sie stellen für hiesige Behörden einen unbegründeten Asylantrag, und zwar für alle. Und es bedeutet, dass sie in Sonderlagern untergebracht werden, dass sie verschärfte Residenzpflicht haben, dass sie von allen möglichen Integrationsmaßnahmen, die von Anfang an nötig wären, ausgeschlossen sind. Und dieses Recht auf ein faires Asylverfahren, eine individuelle Anhörung, muss voll anerkannt werden weiterhin. Und wir lehnen grundsätzlich so ein Asylrecht zweiter Klasse ab. Aus den Berichten von Amnesty International und den UN-Flüchtlingskommissariat, UNHCR, liegt der Bundesregierung eindeutig vor, wie weitgehend diese Menschenrechtsverletzungen sind. In vielen Einzelbeispielen wird es dort beschrieben. Und diese Länder und diese Organisationen lehnen es ebenfalls ab, dass wir hier von sicheren Herkunftsstaaten reden. In allen drei Ländern gibt es schwere Menschenrechtsverletzungen, zum Beispiel Frauenrechte. Sie haben selber das Beispiel eben genannt. Wenn eine Minderjährige vergewaltigt wird und der Vergewaltiger sie heiratet, geht er straffrei aus. Das ist doch ein Skandal, wenn man sich das mal vorstellt. Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit werden dort missachtet. Und die homosexuellen Verfolgung, die dort nach wie vor mit Strafverfolgung und Inhaftierung von sich geht, bis zu 3 Jahren. Und nicht zu vergessen, in allen Ländern wird gefoltert. In Marokko es gibt nicht die Unschuldsvermutung, sondern wer nicht geständig ist, kann nicht vor Gericht gestellt werden. Also wird häufig ein Geständnis durch Folter erzwungen, damit ein Prozess stattfinden kann. Auch das sind Skandale. Wer zum Beispiel die völkerrechtswidrige Besatzung in der Westsahara kritisiert in Marokko, muss damit rechnen, inhaftiert zu werden. Und in Tunesien hat es mehrere Fälle gegeben, wo die Sicherheitsbehörden beispielsweise auf protestierende Arbeitslose, auf Menschen, die für ihre Rechte eingetreten sind, geschossen haben, beziehungsweise auch dort entsprechend Menschenrechte verletzt haben. All das sind relevante Asylgründe.
Und der Jurist Reinhard Marx beispielsweise, aber auch Amnesty International, sie haben in der Anhörung sehr deutlich gemacht, dass es überhaupt keinen Grund geben kann, diese Länder als sicher einzustufen, weil die wenigen, auch wenn sie hier von wenigen Fällen sprechen oder nicht von einer Systematik, dass einfach Fälle sind, hier ist ein syrrelevanter Grund und deswegen darf es nicht dazu führen, dass man diese Länder als sicher einstuft. Die Bundesregierung, aber auch wir hier im Parlament, das hat das Bundesverfassungsgericht uns in die Bücher geschrieben. Wir haben eine besondere Sorgfaltspflicht, zu prüfen, ob es Menschenrechtsverletzungen gibt. Und es ist hier nicht die Rede von Systematik, sondern es reicht, dass Gruppen diskriminiert werden, verfolgt werden. Und das muss nicht für die Masse der Menschen sein, die in diesen Ländern leben. Im Übrigen hat die Bundesregierung auch nicht in dem Gesetzentwurf, in der Begründung dargelegt, welche NGOs denn tatsächlich welche Stellungnahmen abgegeben haben. Zum Beispiel die Kirchen, Pro Asyl, das Deutsche Menschenrechtsinstitut. Amnesty wurde gehört, weil es eingeladen war zur Sachverständigenanhörung. Alle sagen Nein zur Einstufung der sicheren Herkunftsstaaten. Und deswegen meinen wir, dass auch Ihr Argument, was Sie immer wieder bringen, es kommen ja so wenige, auch das hat das Bundesverfassungsgericht lediglich als ein Indiz bezeichnet, aber nicht als einen wirklichen Handlungsgrund, Staaten als sicher einzustufen. Das entscheidende Kriterium für eine solche Einstufung sicherer Herkunftsstaaten ist, die stellen ja immer wieder darauf, aber es kommen ja so wenig, ist vor allen Dingen die Lage dort in den Ländern. Und entscheidend ist vor allem, ob sie dort sicher sind vor Verfolgung, Folter und Diskriminierung. Und das genau findet nicht statt. Und deswegen fordern wir, dass es keine Einschnitte ins Grundrecht auf Asyl gibt. Frau Kollegin, wir müssen nun wirklich zum Schluss kommen. Und zum Schluss möchte ich einfach sagen, wer diese Länder als sicher einstuft, ermutigt auch diese Regierung weiterhin diese Menschenrechtsverletzungen zu praktizieren. Und schon deswegen muss man ganz klar sagen, nein, Menschenrechtsverletzungen dieser Art, wie sie hier vorgetragen wurden, können nicht von uns akzeptiert werden und noch belohnt werden, indem man diese Länder als sicher einstuft. Ich danke Ihnen. Ulla Jelke aus der Linksfraktion betont, dass die Menschenrechtsverletzungen in den betreffenden Ländern und sie befürchtet, dass durch die Einstufung als sichere Herkunftsstaaten für diese Länder bzw. Menschen aus diesen Ländern es nur noch ein Asylrecht zweiter Klasse gibt. Jetzt der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Burkhard Lischka. Und zwar, Frau Jelke, nicht um das Asylrecht zu schwächen, sondern um es zu stärken. Denn unser Asylrecht soll all diejenigen schützen, die in ihren Heimatländern politisch verfolgt werden oder vor Krieg und Tod fliehen. Und in den Ländern Tunesien, Marokko und Algerien ist das eben nicht der Fall. Die Einwanderung aus diesen Staaten erfolgt gerade nicht überwiegend als Flucht vor Krieg und politischer Verfolgung. Bei über 99% der Menschen, die von dort kommen, ist die Motivlage eine vollkommen andere. Zum Beispiel der Wunsch nach einem besseren Leben. Das halte ich für menschlich verständlich. Aber es ist eben kein Asylgrund, und zwar nirgendwo auf der Welt. Und die wenigen, die von dort kommen, weil sie verfolgt oder diskriminiert werden, haben auch in Zukunft die Möglichkeit, Asyl hier in Deutschland zu bekommen. Daran ändert auch die Einstufung als sichere Herkunftsländer überhaupt nichts. Aber für die übergroße Mehrzahl von 99% derjenigen, die aus den Maghreb-Staaten kommen, bedeutet diese Einstufung zügigere Verfahren. Und die Ressourcen, die dadurch freigesetzt werden, kommen wiederum Menschen zugute, die aus Heimatländern fliehen, wo sie tatsächlich und zwar massenhaft von Kriegshandlungen bedroht sind. Und deshalb sage ich das ganz deutlich, gerade auch an die Adresse der Opposition. Wer in Deutschland auch in Zukunft zahlreiche politisch Verfolgte und Kriegsflüchtlinge aufnehmen will, der kann daneben nicht auch noch unbegrenzt Menschen aufnehmen,
die aus ganz anderen Motiven kommen. Wer die Aufnahmebereitschaft in unserem Land der Beck erhalten will für Flüchtlinge, der sollte sie nicht überstrapazieren. Und ich finde, Begrenzung und klare Regeln helfen, Akzeptanz hier zu erhalten. Und Herr Beck, wenn wir Demokraten nicht solche klaren Grenzen ziehen, dann überlassen wir tatsächlich das Feld den Rechtspopulisten und den Fremdenfeinden. Insofern ist natürlich Politik immer auch ein Ringen um Kompromisse zwischen dem, was vielleicht wünschenswert, aber dem, was auch machbar ist. Und deshalb vor diesem Hintergrund ist dieser Gesetzentwurf, finde ich, ein ausgewogener, aber eben auch ein notwendiger Kompromiss. Und jetzt sollten wir uns vor allen Dingen dann an die Arbeit machen, uns um die Menschen zu kümmern, die in unserem Land sind, weil sie vor Krieg und Verfolgung geflohen sind. Herr de Maizière, Sie haben angesprochen, das Integrationsgesetz. Jetzt müssen wir unsere Kraft darauf konzentrieren, dass wir aus diesen Flüchtlingen Mitschüler und Arbeitskollegen machen. Und darauf sollten wir unsere Energie verwenden, Herr Beck. Recht herzlichen Dank. Die Kollegin Amtsberg hat nun das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, dass das Mittel der Einstufung zu sicheren Herkunftsstaaten mittlerweile nur noch innenpolitisch von Interesse ist oder auch nur noch innenpolitisch begründet wird, ist aus den Redebeiträgen der regierungstragenden Fraktion hervorgegangen. Als wir damals über die Sicherheit von Menschen auf dem Westbalkan gesprochen haben in diesem Kontext, wurde immer wieder behauptet, es gibt keine systematische, keine staatliche Verfolgung. Die Diskriminierung von Roma seien Einzelfälle, die vor allen Dingen aus der Gesellschaft kommen und eben nicht staatlicherseits betrieben werden. Dazu hatte meine Fraktion damals schon eine grundlegend andere Auffassung, aber immerhin gab es hier eine Auseinandersetzung darüber, was Mehrfachdiskriminierung bedeutet, ob diese aus dieser auch ein Schutzanspruch oder das Recht auf Asyl ableitet. Diese Mühe, die machen Sie sich jetzt gar nicht mehr, liebe Kolleginnen und Kollegen und Sie, Herr Innenminister, bei dieser Frage. Sie schreiben in Ihrem Gesetzentwurf über die vielen Menschenrechtsverletzungen und über Verfolgung, aber kommen nicht zu dem richtigen Schluss. Kurzum, Sie erkennen, dass es diese Menschenrechtsverletzungen gibt und trotzdem wollen Sie die Einstufung, weil es eben nicht um Menschenrechte vor Ort geht, sondern rein um Innenpolitik. Und das halten wir für falsch. Menschenrechte sind nicht relativierbar, und wenn Verletzungen der Menschenwürde erkannt werden, dann müssen sie eben auch bekämpft und nicht totgeschwiegen werden. Und Herr Innenminister, da fragt man sich wirklich, eine abstrakte Androhung der Todesstrafe, eine abstrakte Verfolgung von Homosexuellen, da kann man auch wirklich nur sagen, abstrakt ist das vielleicht für uns hier, wenn wir drauf gucken, aber doch nicht für die Menschen, die vor Ort leben und in dieser Situation bestehen müssen. Immer wieder rechtfertigen Sie diesen Gesetzentwurf damit, dass durch ihn eine schnellere Abschiebung und eine schnellere Ablehnung gewährleistet werden soll. Diese Argumentation ist extrem unehrlich, denn bereits jetzt gibt es die Möglichkeit, diese Staaten in priorisierte Verfahren zu nehmen, schneller zu bearbeiten, ohne diese scharfe Klinge anzulegen. Und genau das ist das, was wir hier kritisieren an dieser Stelle. Denn es hat eben noch den Nachteil, dass man den Ländern, den Regierungen im Maghreb, damit das Gefühl vermittelt, diese Menschenrechtsverletzungen, die vielen Defizite, die wir sogar in unserem Gesetzesbegründung erkennen, seien in Ordnung. Und das können wir so nicht machen. So funktioniert keine Menschenrechtspolitik. In allen drei Ländern wird die Meinungs- und Pressefreiheit sicher auch in einem unterschiedlichen Maße, aber in vielen Fällen jedoch in schwerwiegenden und unverhältnismäßiger Weise verletzt. In keinem der Staaten ist die Justiz tatsächlich unabhängig. Verletzungen des Folterverbots sind in allen drei Staaten generell und durchgängig verbreitet. Frauen und Mädchen sind in den drei Staaten nur unzureichend vor Vergewaltigungen geschützt. Sexuelle Gewalt wird nicht ausreichend strafrechtlich verfolgt. Dass in Algerien und Tunesien, darauf wurde schon hingewiesen, Vergewaltigung weiterhin nicht strafrechtlich zu ahnden ist, wenn der Vergewaltiger das Opfer heiratet. Diesen Umgang mit Frauen wird mit dieser Einstufung dieser drei Staaten als sicherer Herkunftsstaat doch absolut ein Gütesiegel aufgedruckt. Und ist das doch nicht das, was wir auch in der Vergangenheit gerade in diesem Kontext von Frauenrechten, von Schutz von Frauen in diesen Ländern uns wünschen können, sondern da müssen wir doch viel, viel schärfer hingucken und sagen, ohne diese
Mit diesen Menschenrechtsverletzungen können wir nicht leben, und wir verstehen es, wenn Menschen aus diesen Ländern aus diesen Gründen auch fliehen. Und ich muss auch noch mal sagen, weil die Debatte ja immer wieder hier kommt, dass sozusagen weiterhin eine individuelle Prüfung möglich ist. Es ist in der Praxis, und da können Sie jeden einzelnen Menschen fragen, der davon betroffen ist, schwieriger nachzuweisen, ja, wenn man von einer Grundvermutung ausgeht, es liegt keine Verfolgung vor. Es ist schwieriger nachzuweisen, diese Verfolgung glaubhaft zu machen. Man muss sich auch in die Menschen reinversetzen, die keine Erfahrung damit haben, über diese Schicksale, über diese Erfahrungen, die sie in ihren Ländern gemacht haben, offen zu reden, ja, diese auch zur Disposition zu stellen, diese zu argumentieren und am Ende auch Menschen davon zu überzeugen, dass ihnen das tatsächlich passiert ist. Und das ist die Realität, mit der wir uns auseinandersetzen wollen. Denn am Ende des Tages ist die Einstufung zu sicheren Herkunftsstaaten genau damit nämlich belastet, mit diesem Vorwurf, dass wir nicht genau prüfen, dass wir eine Vorvermutung haben für diese Länder und dass wir es nicht schaffen, die wenigen Fälle, wo wirklich Verfolgung vorliegt, eben rauszufiltern, weil wir einen Deckel draufschieben und sagen, da liegt eigentlich keine Verfolgung vor. Also man muss deutlicher prüfen und intensiver und mit weniger Vorverurteilung. Nur so kann man diese Menschen auch ausfindig machen und ihnen helfen hier in Deutschland. Frau Kollegin, wir müssen auch zum Ende kommen. Unsere Position dazu ist klar, wir haben es in der Vergangenheit häufiger deutlich gemacht. Wir glauben, dass sichere Herkunftsstaaten nicht zu sicheren Ländern werden, nur weil man sie als solche labelt, sondern man muss harte Menschenrechtsarbeit vor Ort leisten. Und das ist die Aufgabe, die wir hier zu erledigen haben, die Sie leider, der Sie nicht gerecht werden. Luise Amtsberg, die flüchtlingspolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, mit ihrer Argumentation gegen dieses Gesetz der Bundesregierung. Und die Grünen legen einen Entschließungsantrag vor, die Bundesregierung möge diesen Gesetzentwurf zurückziehen. Und sie begründen das vor allem mit den Rechten von Schwulen und Lesben in den drei betreffenden Ländern. Jetzt Nina Wagen für die Unionsfraktion. Schon zum wiederholten Male über das Thema sichere Herkunftsstaaten. Und es ist immer dieselbe Kritik, die hier vorgetragen wird. Die Argumente sind genannt. Und klar ist auch, dass einige Kolleginnen und Kollegen das Konzept der sicheren Herkunftsstaaten grundsätzlich ablehnen. Es ist auch jetzt wieder klar geworden. Und ich möchte gerne noch mal die Gelegenheit nutzen, um mit den wesentlichen Vorwürfen aufzuräumen. Erstens, die Einstufung als sicheres Herkunftsland ist keine Maßnahme, um Schutzsuchende ungerecht zu behandeln oder um zu verhindern, dass sie in Deutschland Schutz suchen. Im Gegenteil, die Einstufung von sicheren Herkunftsstaaten ist vielmehr eines der wenigen Instrumente, die wir auf nationaler Ebene haben, um gegen Asylmissbrauch und gegen illegale Migration vorzugehen. Die Zahlen zeigen eindeutig, dass von den vielen Menschen, die aus den Maghreb-Staaten zu uns gekommen sind, nur ganz wenige wirklich schutzbedürftig sind. Von den rund 2.600 Asylanträgen, über die das BAMF 2015 entschieden hat, wurden nur ganze 41 positiv beschieden. Die Gerichte bestätigen uns, dass nur in ganz wenigen Einzelfällen ein Schutzbedarf besteht. Nur in 7 von über 700 Gerichtsentscheidungen wurde das BAMF korrigiert. Doch trotz dieser geringen Anerkennungschancen kamen letztes Jahr rund 26.000 Asylsuchende aus den Maghreb-Staaten, ein Viertel davon allein im Dezember. Alles spricht dafür, dass dieser Zustrom in Wirklichkeit nichts mit Verfolgung zu tun hat. Und als Gesetzgeber ist es doch unsere Aufgabe, liebe Kolleginnen und Kollegen, etwas gegen eine solche Zweckentfremdung unseres Asylsystems zu tun. Sorgen wir mit der Einstufung dafür, dass die Zahl der unbegründeten Asylanträge aus den Maghreb-Staaten zurückgeht, denn sie geht zulasten unserer Kommunen und auch zulasten der Menschen, die unseren Schutz wirklich brauchen. Ich bin mir im Übrigen sicher, viele der Migranten aus dem Maghreb wissen auch, dass sie nicht schutzbedürftig sind. Viele konnten zum Beispiel nur mit Hilfe der Polizei dazu gebracht werden, ihren Antrag beim BAMF zu stellen und zur Anhörung zu erscheinen. Häufig wurde auch versucht, durch Mehrfachregistrierungen an unterschiedlichen Orten das Verfahren künstlich in die Länge zu ziehen und zusätzliche Leistungen zu erhalten. Ein solches Verhalten, da geben Sie mir sicher recht, lässt auch an der Ernsthaftigkeit dieser Asylanträge stark zweifeln und zeigt, wie notwendig die Einstufung der Maghreb-Staaten ist. Aber klar ist auch, für die wenigen Fälle, in denen tatsächlich ein Schutzgrund besteht, ändert sich mit der Einstufung nichts. Diese Anträge werden auch weiterhin positiv beschieden werden können. Zweitens, meine Damen und Herren, möchte ich mit
einem Irrtum aufräumen. Von der Opposition wird immer wieder behauptet, die Einstufung als sicheres Herkunftsland würde nichts bringen. Lassen Sie mich deshalb den Gegenbeweis antreten. Bei den Balkanstaaten sind nach der Einstufung die unbegründeten Asylanträge sehr deutlich zurückgegangen. Die Maßnahmen, die wir mit dem Asylpaket 2 eingeführt haben, wie die Wohnpflicht in einer speziellen Aufnahmeeinrichtung, ein beschleunigtes Verfahren mit zügiger Abschiebung, ein generelles Arbeitsverbot und die Möglichkeit der Verhängung von Wiedereinreisesperren haben eine deutliche Signalwirkung. Und diese brauchen wir auch für die Maghreb-Länder, damit hier der falsche Anreiz wegfällt, aus rein wirtschaftlichen Gründen einen Asylantrag zu stellen. Laut BAMF hat bereits die Tatsache, dass wir über diesen Gesetzentwurf beraten, zu einem Rückgang der Neuzugänge aus dem Maghreb geführt. Während im Januar noch über 3.000 Menschen kamen, waren es im April nur noch knapp 400. Wir sehen also, meine Damen und Herren, dass die Maßnahmen, die wir in der Asylpolitik ergreifen, in den Herkunftsländern sehr genau beobachtet werden. Und es wäre deshalb ein großer Fehler, wenn wir bei diesem Gesetz jetzt wanken würden. Drittens ist es mir sehr wichtig, auch eine Sache ganz deutlich zu betonen. Deutschland hat sich die Einstufung als sicheres Herkunftsland bei keinem einzigen Staat leicht gemacht. Wir haben letztes Jahr bei den Balkanstaaten genau geprüft, ob die Voraussetzungen für die Einstufung vorliegen. Und genauso haben wir das bei Marokko, Tunesien und Algerien getan. Dafür machen das Grundgesetz, das europäische Recht und die Gerichte klare Vorgaben. Der Gesetzgeber muss die Gesamtsituation im Land beurteilen. Keine Bevölkerungsgruppe darf systematisch, generell und durchgängig unterdrückt oder verfolgt werden. Das haben wir getan. Die Gesamtsituation wurde in allen drei Ländern anhand mehrerer Erkenntnisquellen gründlich beurteilt, darunter auch Berichte von Menschenrechtsorganisationen wie dem UNHCR, Amnesty International oder von Human Rights Watch. Und auch in der Sachverständigenanhörung und in der Ausschussberatung haben wir uns über die Lage informiert und diese erörtert. Das Ergebnis ist eindeutig. Die Schwelle zu einer systematischen und durchgängigen Verletzung schwerwiegender Menschenrechte wird in Marokko, Algerien und Tunesien nicht überschritten. Daran ändern auch, meine Kollegen, die Einzelfälle von Verfolgung etwa von wegen Homosexualität nichts, auch wenn wir diese natürlich kritisieren. Wir geben mit der Einstufung, es wurde auch immer wieder vorgeworfen, ganz bestimmt keinen Blankoscheck für Menschenrechtsverletzungen in den Maghreb-Staaten. In der Anhörung geht es auch darum, die rechtlichen Voraussetzungen und die bei der Bewertung anzulegenden Maßstäbe zu erörtern. Und dabei hat die Anhörung Folgendes erbracht: Der Gesetzgeber hat einen Bewertungsspielraum, welche Erkenntnisquellen er für die Beurteilung heranzieht und wie er die einzelnen Quellen gewichtet. Und am Ende muss er sich ein Gesamturteil bezüglich der Umstände im Land bilden. Es geht nicht darum, jeden Einzelfall zu betrachten, denn die Einstufung ist eine gesetzliche Regelvermutung, die explizit Ausnahmen zulässt und die vom Bundesamt und auch von den Gerichten im Einzelfall widerlegt werden kann. Also es geht gerade nicht um eine hundertprozentige Sicherheit, sondern um eine systematische Betrachtung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, anhand all dieser Vorgaben haben wir sehr sorgfältig geprüft, ob die Voraussetzungen für die Einstufung vorliegen. Und ich will auch gar nicht bestreiten, dass es in den Maghreb-Ländern noch viele Probleme gibt, die bewältigt werden müssen. Fest steht aber, das Asylrecht ist nicht das richtige Instrument, um die Probleme anzugehen. Und selbst wenn wir wollten, könnten wir die Probleme in diesen Ländern doch nicht mit dem deutschen Asylrecht lösen. Das ist Aufgabe der Außen- und Entwicklungspolitik. Und Deutschland tut ja auch eine ganze Menge und hilft den Maghreb-Staaten. Allein im letzten Jahr haben wir rund 700 Millionen Euro für die Entwicklungszusammenarbeit mit Marokko, Algerien und Tunesien bereitgestellt. Diese Mittel wurden für die Verbesserung der Lebensbedingungen in diesen Ländern eingesetzt, darunter gezielt für Projekte zur Stärkung von Frauen- und Minderheitenrechten, für gute Regierungsführung, die Stärkung der Zivilgesellschaft, für Aus- und Fortbildung von Polizei und Justiz. Diese Maßnahmen zur Bekämpfung der Fluchtursachen müssen auf europäischer Ebene noch viel stärker gebündelt und intensiviert werden. Meine Damen und Herren, wenn eifrig kritisiert wird, ist es manchmal richtig, die Dinge anhand der Fakten noch einmal gerade zu rücken. Und deswegen fasse ich noch einmal zusammen. Erstens, die Einstufung der Maghreb-Staaten ist notwendig, um falsche Anreize und die Zahl der unbegründeten Asylanträge aus diesen Ländern zu reduzieren und um unsere Kommunen zu entlasten. Zweitens, die Einstufung bedeutet nicht, dass keine Asylanträge aus diesen Ländern gestellt werden können. Und drittens,
Schließlich, die rechtlichen Voraussetzungen für die Einstufung wurden sorgfältig geprüft und liegen vor. Und lassen wir uns deshalb nicht von der Opposition mit ihrer Kritik in die Irre führen, sondern stimmen wir dem Gesetzentwurf mit breiter Mehrheit zu. Vielen Dank. Der Bundestag diskutiert über die Einstufung von Algerien, Marokko und Tunesien als sogenannte sichere Herkunftsstaaten nach Artikel 16a Absatz 3 des deutschen Grundgesetzes. Die Opposition ist gegen diesen Gesetzentwurf, und zwar massiv. Jetzt André Hunko für die Linksfraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Innenminister! Der russische Dichter Alexander Puschkin sagte einmal: Im Prinzip bin ich ja nicht abergläubisch, aber wenn wir heute Freitag den 13. hätten, käme ich doch lieber ein andermal wieder. Das Gleiche habe ich heute Morgen auch gedacht, als ich den Gesetzentwurf der Bundesregierung gelesen habe. Das ist ein schwarzer Freitag für das Grundrecht auf Asyl in Deutschland. Dieser Gesetzentwurf ist eine weitere Verstümmelung des Asylrechts in Deutschland. Und ich frage mich, Herr de Maizière, Sie haben ja eben die Menschenrechtsverletzungen in Algerien, Marokko und Tunesien angesprochen, die ja offensichtlich da sind. Und ich frage mich, welche Signalwirkung geht dann eigentlich von der Einstufung als sichere Herkunftsstaaten aus in diesen Ländern? Weil ich glaube, dass diejenigen, die dort verantwortlich sind für die Menschenrechtsverletzungen, dass die sagen werden, ja, wir sind jetzt ein sicherer Herkunftsstaat, der Druck ist sozusagen weg, wir können noch weiter Homosexuelle zum Beispiel in Gefängnissen foltern oder auch Anhänger der Saharauis in der Westsahara in Marokko. Also das ist ein falsches Signal für diese Länder. Zahlreiche Organisationen, Amnesty International, das Deutsche Institut für Menschenrechte, Pro Asyl, der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland, auch die beiden großen Kirchen haben sehr, sehr deutlich gesagt, dass sie diesen Gesetzentwurf ablehnen. Und ich frage die Bundesregierung, ansonsten legen Sie doch so viel Wert auf die Zivilgesellschaft, wenn es auf die Zivilgesellschaft in anderen Ländern ankommt. Und hier ignorieren Sie vollständig die Einschätzungen der von mir genannten Organisationen. Ich finde das arrogant. Hören Sie doch auf diese Organisationen. Die sagen ganz klar, Sie verletzen hier Ihre Sorgfaltspflicht. Und vielleicht ein Wort an die Grünen. Ich habe die Rede sehr wohl gehört. Ich teile auch die Punkte. Wir haben ja hier im Bundestag die missliche Situation, 80% Regierung, 20% Opposition. Wir diskutieren hier, es steht ohnehin alles fest. Aber im Bundesrat hätten wir die Möglichkeit, mit Linken und Grünen dieses Gesetz zu stoppen, weil die Stimmen nicht ausreichen, wenn sich die Regierungen, an denen Grüne und Linke beteiligt sind, wenn sich diese Regierungen am Ende enthalten, können wir das Gesetz stoppen. Ich glaube, es wird sehr wichtig sein, sehr, sehr genau hinzuschauen, wie der Bundesrat am Ende entscheidet im Juni. Lasst uns gemeinsam dieses Gesetz stoppen. Es ist ein unwürdiges Gesetz. Das Konzept der sicheren Herkunftsstaaten ist Teil dieses schäbigen Asylkompromisses, des sogenannten Asylkompromisses von 1993. Dieses Konzept ist ein falsches Konzept. Wir lehnen das auch grundsätzlich ab. Vielen Dank. Sagt André Hunko für die Linksfraktion in der abschließenden Aussprache zur Einstufung von Algerien, Marokko, Tunesien als sogenannte sichere Herkunftsstaaten. Für die SPD jetzt Sebastian Hartmann. Auch er ist Mitglied im Innenausschuss. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland ist und bleibt ein weltoffenes Land, das wie kein anderes in Europa international geachtet ist und seine internationale Verantwortung gerade auch in Krisenzeiten vorbildlich wahrnimmt. Daran wird auch die Einstufung dreier Staaten als sichere Herkunftsstaaten nichts ändern, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und reden wir auch nicht drum herum, natürlich ist das
Konzept der sicheren Herkunftsstaaten auch umstritten. Auch in der SPD-Fraktion haben wir darum gerungen und diskutiert, ob man diese Einstufung vornehmen kann. Und wir haben im Innenausschuss beraten, wir haben eine Anhörung durchgeführt. Und aber wir werden heute diesem Gesetz zustimmen, weil wir verschiedene gute Gründe haben und vor allen Dingen zwei Gruppen teilen müssen. Wir wollen ein effektives, ein effizientes Asylsystem. Effektiv, weil wir das Asylrecht dem zuweisen, der es wirklich verdient, der darauf angewiesen ist, als Flüchtling, als Asylsuchender in unserem Rechtsstaat Asyl zu erhalten. Und er wird weiterhin Asyl erhalten. Und derjenige, der eben dieses System nutzt, um ein Bleiberecht zu konstruieren, obwohl er eigentlich ein anderes Rechtssystem bräuchte, vielleicht aber auch ganz andere Gründe hat, der wird nicht über das Asylrecht und auch unabhängig von der Einstufung als sicherer Herkunftsstaat hier sein Bleiberecht konstruieren können. Das ist unsere Verantwortung, der wir hier gemeinsam gerecht werden. Und man muss mit einem dritten Punkt auch aufräumen. Deswegen sage ich, und das habe ich in meiner ersten Rede auch gesagt, lassen Sie uns doch lieber von mutmaßlich sicheren Herkunftsstaaten sprechen, weil es um eine widerlegbare Vermutung geht der Verfolgungsfreiheit. Und es wird nach wie vor darum gehen, zu belegen, dass man verfolgt ist. Und das ist genau der Punkt, den wir tun werden. Wir haben uns die Punkte, die der Bundesrat eingebracht hat, auch zu eigen gemacht. Wir haben sie in der Anhörung thematisiert. Und es sind bestimmte Gruppen auch, und die nenne ich jetzt hier sehr konkret, die Lesben und Schwulen auch benannt worden, die eben Verfolgung ausgesetzt sind. Und wir Deutschen sollten uns da auch nicht so einfach die Einstufung machen, weil wir erst 1994 selbst unsere Strafrechte entsprechend angepasst haben und noch lange nicht an dem Punkt vollständiger Gleichberechtigung angekommen sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen werden wir das auch nicht so schematisch machen. Es ist eine widerlegbare Vermutung. Und wenn wir jetzt über auch das Verfassungsgerichtsurteil, was 1994, 1996 in Folge dann auch gefällt worden ist, sprechen, dann muss man bitte einen Unterschied auch einordnen. Wir haben eine veränderte Situation, weil wir im Oktober mit den Veränderungen im Asylrecht auch eine Verfeinerung der Zusammenarbeit zwischen Regierung auf der einen Seite und Parlament auf der anderen Seite vorgenommen haben. Das System der sicheren Herkunftsstaaten ist nicht mehr so zu vergleichen mit der Rechtslage, bevor wir das Asylverfahrensrecht beschleunigt haben. Weil die Liste der sicheren Herkunftsstaaten wird nun einer regelmäßigen Überprüfung unterzogen und das erste Mal schon im Oktober 2017. Und die Aufnahme in diese Liste der sicheren Herkunftsstaaten, die Hürde liegt viel höher als die Streichung von dieser Liste, weil es ein einfacher Schritt der Regierung ist. Und es wird ein engeres Monitoring der Menschenrechtslage geben. Der Innenminister nickt, und das ist genau der Punkt, auf den wir gedrungen haben, weil das Signal ist etwas anderes in Richtung der sicheren Herkunftsstaaten. Das Streichen von der Liste ist viel schneller geschehen als das Aufnehmen auf die Liste. Und darauf können wir stolz sein, dass wir das als Parlament durchgesetzt haben, im Innenausschuss und in der Anhörung. Und deswegen kann man das so schematisch nicht betrachten. Die SPD hat sich diese Diskussion nicht leicht gemacht, weil wir die Gruppen trennen in diejenigen, die Asyl bekommen müssen. Und wir wissen aus den Zahlen Folgendes. Und auch mein Heimatland Nordrhein-Westfalen hat das auch noch mal sehr deutlich vorgeführt. Wir haben über 500 Fälle gehabt, wo wir Menschen aus den Maghreb-Staaten hatten, die gar nicht versucht haben, einen Asylantrag zu stellen, die in der Überprüfung schon gesagt haben, das ist gar nicht der Punkt, den wir erreichen wollen, und die sehr schnell eine Entscheidung bekommen haben. Um die Beschleunigung, für die Gruppe geht es, weil auch alle Menschen in diesem Land sich darauf verlassen, und ich sage bewusst alle Menschen, dass wir auch ein effizientes System haben, dass schnell klar wird, ob man Asylrecht hat oder nicht. Das gilt für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Aber es gilt auch für die Flüchtlinge, die schnell eine klare Aussage über Bleiberecht und ihre Integrationschancen brauchen. Auch für diese Menschen beschleunigen wir das Recht. Und um diese geht es doch auch. Es geht nicht um die Gruppe, die dieses Recht ausnutzen wollen, obwohl es ihnen nicht zusteht. Ein weiterer Punkt ist doch, dass, wenn wir uns diese Gruppe genau anschauen, dass wir einen zweiten Teil haben. Und da möchte ich mich ausdrücklich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei den Entscheidern des BAMF bedanken. Ich habe hohen Respekt vor der Aufgabe der Menschen, die dort Entscheidungen treffen, über Schicksale entscheiden. Das haben wir thematisiert. Wir haben geklärt, wenn wir diese Regelvermutung eingehen, wie prüft ihr genau, dass keine Verfolgung vorliegt? Wie klärt ihr das mit dem Dolmetschen? Wie überprüft ihr das medizinisch? Und die Aussagen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, da muss man dann doch mal die Anhörung sich anschauen und mal das Protokoll nachlesen, sind sehr eindeutig. Es wird an dieser Stelle keine Verfahrensbeschleunigung geben, sondern eine schnellere Klärung in Gruppen,
Aber es wird nach wie vor deutlich sein, dass derjenige, der seine Gründe vorträgt, auch sein Schutzrecht erhält. Und der Einstieg in die Debatte zur Einstufung als sicherer Herkunftsstaat, das mag der Indikator sein, wie hoch ist denn die tatsächliche Schutzquote der Menschen, die aus den Maghreb-Staaten kommen. In absoluten Zahlen 1, 22 oder auch um die 40, wenn wir uns das Jahr 2015 anschauen und die entschiedenen Fälle. Aber der Indikator wird doch andersherum erst ein richtiges Indiz. Nämlich, wenn wir diese Staaten eingestuft haben, ob die Quote der Schutzerkennung, auch wenn die Zahl der Einreisen deutlich zurückgeht und wir das erreichen, dass in den Mitgliedstaaten endlich darüber gesprochen wird, dass man nicht über den Umweg des Asylrechts, wenn man kein Asyl braucht, ein Bleiberecht in Deutschland konstruieren kann. Aber dann wird es doch erst die entscheidenden Indikator werden, wenn wir nämlich klären, dass die Schutzquote in absoluten Zahlen nicht sinkt. Denn derjenige, der vorher in der Einstufung war, wird es auch nachher bleiben. Und das werden wir überprüfen, wenn es um das Monitoring der Situation geht. Und wir verlassen uns darauf, dass die Bundesregierung diesen Prozess ganz anders noch anlegt als überhaupt zur Einstufung, weil es ist viel einfacher, von der Liste gestrichen zu werden, als auf sie aufgenommen zu werden. Und daran werden wir als SPD-Fraktion auch dieses Verfahren messen. Weil die Einstufung zum sicheren Herkunftsstaat ist eine Einstufung, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf Widerruf. Und das ist ein Unterschied zur alten Lage, zur Änderung des Asylgesetzes, weil wir das Zug um Zug gemacht haben. Und natürlich ist es so, dass für die SPD-Fraktion insbesondere andere Punkte auch im Mittelpunkt standen. Dass es rechtssichere Verfahren gibt, schnelle Entscheidung und schneller Zugang zur Integration für diejenigen, die eine Bleibeperspektive haben. Deswegen sagen wir das immer im Paket mit einem Integrationsgesetz und mehr Personal für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, mehr Entscheidungen, die schnell und rechtssicher getroffen werden. Und die Überprüfung durch die Gerichte, unabhängige Gerichte, und wir sind in einem Rechtsstaat, Russland ist erwähnt worden, wir sind in einem Rechtsstaat in Deutschland. Darauf verlassen wir uns, dass diese Entscheidungen auch entsprechend überprüft werden. Und wir haben diese Überprüfungsquoten uns angesehen. Sie sind im Wesentlichen die Bestätigung der Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, und das spricht für die Entscheidungsqualität. Und auch das werden wir nach der Einstufung zum sicheren Herkunftsstaat weiter überprüfen. Unser Fokus liegt klar auf effektiven und effizienten Verfahren. Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber wir werden sie heute treffen, weil wir der festen Auffassung sind, dass wir die eindeutigen gesetzgeberischen Grundlagen getroffen haben, weil wir das Zusammenspiel zwischen Regierung und Parlament weiter verfeinert haben mit der Überprüfung dieser Listen und der Kürzung der Listen, wenn es sein muss, und mit einem entsprechend ausführlichen Prozess, mit dem Zueigenmachen der Stellungnahme des Bundesrates, und der Bundesrat muss dem Ganzen auch zustimmen. Deswegen haben wir die Rechte noch mal besonders betont, auch in Ergänzung der Gegenäußerung der Bundesregierung, weil wir gesagt haben, genau dort wollen wir noch mal den Fokus darauf richten, weil es darum geht, den Menschen auch das Asylrecht zuzuweisen, wenn sie es bedürfen. Wenn wir als SPD heute zustimmen, dann tun wir das erstens, weil wir Vereinbarungen im Paket getroffen haben und ein Gesamtkonzept sehen. Weil wir zweitens ein Mittel zur Verfahrensvereinfachung und Klärung haben, um klarer den Menschen, die Asyl bedürfen, es zu geben und klarer zur Entscheidung zu kommen, ihr habt keine Chance, weil ihr müsst dann auch in den Ankunftszentren verbleiben, weil zu der Debatte über die sicheren Herkunftsstaaten gehört auch, es ist kein Allheilmittel, es führt nicht dazu, alleine eine Liste zu ergänzen, sondern es muss die Diskussion in den entsprechenden Staaten geführt werden, dass man weiß, welche Chancen man im Einwanderungs- oder im Asylrecht hat oder eben nicht. Und dass vor allen Dingen, und deswegen die Reise des Innenministers auch in die Maghreb-Staaten, entsprechende Rückführungen irgendwann auch organisiert bekommt. Wir haben damit eine Debatte ausgelöst in den Staaten. Viertens und drittens, wir verlassen uns darauf, dass das Monitoring der Bundesregierung weiter verfeinert wird und dem gerecht wird, was wir als Anforderung getan haben. Und fünftens, und das auch abschließend, lassen Sie uns die Zeit nutzen, bis zur ersten Vorlage des Berichts der Bundesregierung über die Einstufung der sicheren Herkunftsstaaten im Oktober 2017, ob das Instrument so wirkt, ob die Schutzquote in absoluten Zahlen nicht sinkt, ob die Zuerkennung nach wie vor rechtssicher erfolgt und das Instrument dort die Verfahrensvereinfachung erreicht. Und deswegen müssen wir an dieser Stelle auch sagen, ja, wir haben diese Liste ergänzt, aber damit ist es auch gut,
weil wir andere Dinge jetzt in den Mittelpunkt rücken müssen, die Integration, die Entwicklungszusammenarbeit ist angesprochen, auch da stellen wir uns ausdrücklich hinter, weil wir Fluchtursachen auch bekämpfen müssen vor Ort. Und wir werden als Bund unserer Verantwortung gerecht, wenn wir das Verfahren rechtssicher ergänzen und dafür sorgen, dass auch nach der Einstufung als sichere Herkunftsstaaten die widerlegbare Vermutung eindeutig in einem Rechtsstaat uns nicht scheuen braucht, diesem Gesetz heute zuzustimmen. Vielen Dank. Sebastian Hartmann für die SPD-Fraktion hat begründet nochmal und mit anderen Aspekten, warum seine Fraktion, die der SPD nämlich, diesem Gesetzentwurf zustimmen will. Jetzt gibt es nochmal eine Gegenrede von Volker Beck aus den Reihen der Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir sind uns einig hier im Haus, wir wollen schnelle Verfahren, schnelle Entscheidungen von hoher rechtsstaatlicher Qualität. Aber wir wollen diese Verfahrensbeschleunigung nicht um den Preis falscher menschenrechtlicher Signale und schlechterer Chancen für die Asylrechtsgewährung von berechtigten Verfolgten. Und die Bestimmung sicherer Herkunftsstaaten erfolgt nicht im verfassungsrechtlichen Vakuum, sondern hat die Vorgaben des Grundgesetzes und des europäischen Rechts zu beachten. Artikel 16a Absatz 1 Grundgesetz sagt, aufgrund der Rechtslage, der Rechtsanwendung und der allgemeinen politischen Verhältnisse muss es gewährleistet sein, dass dort weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet, wo ein sicherer Herkunftsstaat festgestellt wird. Ich will Ihnen an zwei Beispielen deutlich machen, dass das für diese drei Länder nicht gilt. Ein Beispiel ist das Thema Westsahara, von Marokko seit Jahrzehnten besetzt. Die Vereinten Nationen stehen vor Ort, um den Waffenstillstand zu überwachen. Wir haben die Bundesregierung gefragt, ob sie angesichts dessen, dass wir mehrere Beispiele aufgeführt haben, wo Demonstrationen in der Westsahara für die Unabhängigkeit mit brutaler Polizeigewalt zusammengeprügelt wurden, eine Demonstration seit 1975 benennen kann, wo das anders abgelaufen ist. Die Bundesregierung muss bekennen, ein solcher Vorfall, dass eine Demonstration frei von Gewalt stattfindet, ist ihr nicht bekannt. Die Bundesregierung versucht, uns in Sicherheit zu wiegen, indem sie sagt, bei Sahrauis ist der Status der sicheren Herkunftsländer nur dann anzuwenden, wenn sie marokkanische Staatsangehörigkeit haben. Das hat man auf die Frage der Kollegin Luise Amtsberg geantwortet. Ja, wie kommt denn ein Sahrauri nach Europa? Wenn er nicht durch Mauretanien flieht, muss er durch Marokko, dazu muss er sich den marokkanischen Pass besorgen und damit fällt er unter diese Regelung der sicheren Herkunftsländer. Und es kann doch nicht ernsthaft angenommen werden, dass die Vereinten Nationen in der Westsahara präsent sind, weil es dort keine politische Verfolgung, weil es dort nicht einen kalten Bürgerkrieg gibt. Wir treten hier die Menschenrechte mit Füßen, wenn wir diesen Blankoscheck ausstellen. Und es ist halt auch keine Petitesse, was auf die Betroffenen dann zukommt. Es geht um verkürzte Klagefristen, es geht um Beschränkungen im Verfahren, es geht darum, dass man eine Vermutung widerlegen muss, also höhere Beweislasten hat und nicht nur um die Frage von Lagerzwang, Residenzpflicht und Arbeitsverbot, was integrationspolitisch problematisch ist, weil die Leute eben im Zweifelsfall doch mehrere Monate hier bleiben. Meine Damen und Herren, überlegen Sie sich das gut, was Sie an diesem Punkt hier tun. Aber es würde schon ausreichen, die drei Länder abzulehnen, wenn man sich anschaut, die Situation der Homosexuellen in diesen Ländern. In allen drei Ländern steht im Strafgesetzbuch explizit drin, dass gleichgeschlechtliche Handlungen unter Strafe stehen. Und das steht nicht nur dort so, sondern das wird auch real angewandt. Und Amnesty International hat darauf hingewiesen, dass im Mai und im Juni 2015 in Ouidah und Rabat 5 Männer unter anderem wegen unsittlichen Verhaltens und homosexueller Handlungen zu Gefängnisstrafen von bis zu 3 Jahren verurteilt wurden. In Tunesien
das Land, das wir nicht beleidigen sollen durch Kritik an seiner Menschenrechtslage, wurden im Jahr 2015 mehrere Männer wegen homosexuellen Handlungen zu Haftstrafen verurteilt. Die Männer wurden vorher gegen ihren Willen anal untersucht. Das gilt nach der europäischen Rechtsprechung als Folter und unmenschliche Behandlung. Das sind keine Petitessen. Herr Minister, das sollten wir nicht kleinreden. Da sollten wir klar sagen, das verstößt gegen die Menschenrechte, und das akzeptieren wir nicht und das unterstützen wir nicht. Der Europäische Gerichtshof hat Europäische Gerichtshof hat 2013 ausdrücklich festgestellt, dass Homosexualität nicht auch verfolgt als Verfolgungsgrund gilt, auch wenn man durch verstecktes Leben womöglich Verfolgungshandlungen minimieren oder abwenden kann. Man kann von Homosexuellen genauso wenig wie von Christen verlangen, dass sie ihre Identität verheimlichen. Wenn sie wegen ihrer Identität verfolgt werden, haben sie Anspruch auf Schutz. Und dass Sie in Ihrer Gegenäußerung an den Bundesregierungen bei Algerien das den Menschen nahelegen und dass das BAMF jüngst genau in einem Einzelfall bei einem Syrer mit so einer Begründung ablehnend entschieden hat, zeigt, dass wir hier ein Rollback beim Thema homosexuelle Flüchtlinge und ihren Schutz haben. Und meine Damen und Herren von der SPD, machen Sie keine Veranstaltung zu Aktionsplänen gegen Homophobie, sondern stimmen Sie gegen diesen Gesetzentwurf. Das ist glaubwürdig. Volker Beck für die Grünen-Fraktion beklagt nochmal Menschenrechtsverletzungen in den betreffenden Ländern, beklagt Verfahrensverkürzungen und meint, dass allein der Umgang mit Homosexuellen in den drei Ländern reichen würde, diese Staaten nicht als sichere Herkunftsländer einzustufen. Letzter Redner in dieser Aussprache ist jetzt Michael Frieser für die CSU. Es geht in keinster Weise darum, Menschenrechtsverletzungen in Ländern kleinzureden. Das Gegenteil ist der Fall. Wer ein treffsicheres, ein funktionsfähiges, an Menschenrechten orientiertes Asylsystem braucht und durchhalten möchte, der muss sich notwendigerweise darüber Gedanken machen, wie er dieses Asylsystem auch tatsächlich durchführbar, organisierbar hält. Und das bedeutet, dass sich Deutschland mit dieser Frage wirklich nirgendwo auf der Welt verstecken muss. Wir haben ein Asylsystem, wir haben die Frage der Aufarbeitung so gründlich, so tief, so genau wie nirgendwo in der Welt. Und genau dabei soll es, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch bleiben. Was wir heute machen, ist eben gerade keine Symbolpolitik nach innen, sondern es ist sehr wohl ein Signal, dass wir deutlich sagen, hier handelt es sich nur darum, dass wir eine Regelvermutung, ein fürchterliches Wort, was bedeutet es? Eine Regelvermutung zulassen. Und gemessen an der eingängigen, absolut gefestigten Rechtsprechung sowohl des Bundesverfassungsgerichtes als auch des Europäischen Gerichtshofes ist, dass in Ländern, in denen eben keine durchgängige und keine generelle Verfolgung herrscht, durchaus die Möglichkeit besteht, diese Regelvermutung als sichere Herkunftsstaaten aufzumachen. Sind wir doch mal bitte ehrlich, wenn wir uns die Zahlen ansehen, dann bedeutet das, dass die Anerkennungsquoten gerade aus Algerien, aus Marokko, aus Tunesien von 0% bis gerade mal 2% reichen. Was bedeutet denn das? Das bedeutet, dass tatsächlich erstens tatsächlich Prüfungen stattfinden, die bei Einzelfällen eine Verfolgung nicht nur in der Überprüfung gewährleisten, sondern auch feststellen. Und das wird definitiv auch nach der Frage der Einstufung als sicherer Herkunftsstaat möglich sein. Das wollen wir, das will unser Rechtsstaat und das sind wir unserem Asylrecht nach dem Grundgesetz auch schuldig. Dabei bleibt's. Und ich bin mir nicht ganz sicher, warum Sie die Öffentlichkeit versuchen, aus der Opposition darüber zu täuschen, dass es sich hier um eine Abschaffung des Asylverfahrens im Einzelfall handeln würde. Das Gegenteil ist der Fall. Und wir müssen auch mal sehen, was die Menschen, die aus diesen Ländern kommen, am Ende in diesem Asylverfahren wirklich beitragen. In den seltensten Fällen wird überhaupt ein Verfolgungsgrund nach Asylrecht vorgetragen. In den seltensten Fällen ja erscheinen die jeweiligen Antragsteller in der Anhörung überhaupt.
Und das heißt natürlich menschlich verständlich, dass sie nach einem anderen Zweck ihrer Reise nach Deutschland, ihrer Flucht nach Deutschland suchen. Ich möchte darüber, niemand will darüber den Stab brechen, aber eine Frage des Asylverfahrens ist das selbstverständlich nicht. Es geht entscheidend darum, dass wir, und das war mit Sicherheit nicht ganz leicht, mit der Verhandlung mit diesen Ländern deutlich gemacht haben, dass wir sie an eine Selbstverständlichkeit erinnern, dass man die Maghreb-Staaten Marokko, Tunesien und Algerien an die Frage der Rücknahmepflicht ihrer Bürger erinnert. Das ist etwas, wo man deutlich sagen muss, dass der Innenminister auf dieser Reise etwas sehr Unangenehmes tut, nämlich die Länder daran zu erinnern, dass es eine völkerrechtliche Verpflichtung gibt. Und letztendlich war das aber auch entscheidend und wichtig dafür, diesen Ländern bewusst zu machen, dass es einen Prozess in Europa, in Deutschland gibt, die sich genau mit der Frage der Situation auch der Menschenrechte in diesen Ländern beschäftigen. Ich sage es an dieser Stelle noch einmal deutlich, Herr Innenminister, unseren herzlichen Dank für diese Frage, für diese Reise, die nicht einfach war, durch diese Länder die Menschen davon zu überzeugen, dass es entscheidend und wichtig ist. Und da bin ich bei der Frage der außenpolitischen Komponente. Auch das ist grundfalsch, zu glauben, dass das nur eine Innenansicht der Politik wäre, sich mit der Frage des Asylsystems zu beschäftigen. Wir hatten das Thema Fehlanreize, Signale nach außen schon diskutiert. Aber gerade die Reise des Innenministers in diese Länder bedeutet doch, dass wir dort einen Prozess mit anstoßen, dass wir dort tatsächlich dafür sorgen, dass auch ohnehin und unbestreitbare Menschenrechtsverletzungen im Einzelfall auch thematisiert werden. Das ist etwas, wo wir tatsächlich auch die deutsche Öffentlichkeit nicht täuschen wollen. Und genau darum geht es, dass wir auch durch unser Asylsystem darauf hinweisen, dass wir die Entwicklung dieser Länder durchaus betrachten müssen, dass unsere Hilfe, dass unsere Entwicklungspolitik ein wesentlicher Anreiz sein muss, diese Länder in ihren Anstrengungen, die vorhanden sind, auch zu unterstützen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht eben gerade nicht darum, diese Länder in irgendeiner Art und Weise mit einem Qualitätsstempel für eine unverbrüchliche demokratische Entwicklung zu versorgen. Es geht natürlich darum, unser Asylsystem funktionsfähig zu halten. Es geht aber auch darum, dass wir an einem Zusammenwirken der Politik aus unserem Land heraus deutlich machen, dass wir Fehlanreize nach unten nehmen, dass wir den Migrationsgrund, den Migrationsdruck nach unten nehmen. Und es geht am Ende des Tages natürlich auch darum, dass wir helfen, Hilfestellung leisten können. Dieses Gesetz, das wir uns nicht leicht gemacht haben, ich glaube, auch diese Stunde der Diskussion hat es gezeigt, dass dieses Verfahren etwas ist, wo wir gerade den Mitarbeitern beim BAMF, wo wir gerade den Mitarbeitern beim Innenministerium sagen können, es wird eine Einzelfallprüfung geben, es wird nach wie vor eine Qualität des Verfahrens geben. Aber am Ende des Tages müssen wir einsehen, dass dieses Gesetz nicht nur angemessen, dass es notwendig ist, dass es verhältnismäßig nach den Grundsätzen des Bundesverfassungsgerichtes und des Europäischen Gerichtshofes ist und dass es am Ende des Tages auch die einzig richtige Antwort ist, um unser Asylsystem treffsicher und ja, auch menschlich und human zu halten. Vielen Dank. Michael Frieser war der letzte Redner in dieser Aussprache über die Einstufung von Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsländer nach Artikel 16a Absatz 3 des Grundgesetzes. Norbert Lammert schließt jetzt diese Aussprache auch offiziell. Wir können ja mal einen kleinen Moment reinhören. Zur Einstufung der drei Länder, Volksrepublik Algerien, Königreich Marokko und Tunesische Republik als sichere Herkunftsstaaten. Der Innenausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 8311 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf der Drucksache 8039 anzunehmen. Ich darf diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das Handzeichen bitten. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen. Bevor wir jetzt zur dritten Beratung und Schlussabstimmung kommen, weise ich darauf hin, dass mir zahlreiche persönliche Erklärungen zur Abstimmung vorliegen, die wir wie üblich dem Protokoll beifügen. Wir stimmen nun über den Gesetzentwurf namentlich ab und ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen.
Und das ist der Moment, meine Damen und Herren, wo es hier rund geht im Parlament, das ohnehin sehr gut besetzt ist, wie so oft und eigentlich es normal sein sollte, auch bei namentlichen Abstimmungen, zu denen die Abgeordneten ja verpflichtet sind, zu erscheinen. Sie sehen in der Mitte des Plenarsaals jetzt auch die Abstimmungsurnen, in denen die Abgeordneten ihre Karten einwerfen. Blau für Ja, Rot für Nein, Enthaltung ist Weiß. Diese Karte, das geht jetzt eine ganze Weile hier, sodass wir ein wenig Gelegenheit haben, auch ein bisschen hinter die Kulissen dieses Hohen Hauses zu gucken, dieses Gebilde Bundestag, und uns ein wenig zu informieren über die Rollen und Aufgaben der Abgeordneten hier beispielsweise. Wir haben dazu eine neue Reihe installiert bei Phoenix, die heißt Bundestagsbytes. Während wir doch noch mal einen kurzen Blick werfen auf die Abgeordneten bei der Stimmabgabe. Also, Bundestagsbytes ist unsere neue Reihe, und wir beginnen in dieser Reihe mit denen, die hier durchaus eine wichtige Rolle haben, eine außergewöhnlich wichtige Rolle auch, nämlich mit den Managern des Parlaments.